Guten Abend, ich hoffe, es geht allen gut. Werden wir heute Abend mal wieder ein bisschen was singen und besinnen und bitten Gott um seinen Segen. Ein ganz altes Osterlied, oder das früher sehr beliebt war, der Heiland erstand. Der Heiland erstand, der Heiland erstand. Die Nacht ist verschwunden, der Tod überwunden. Aus ewiger Quelle fließt Leben und Licht, und Mächte der Hölle erschrecken uns nicht. Halleluja, Halleluja. Der Morgen erwacht zu himmlischer Pracht, die Felsen erkrachen, es stürzen die Wachen. Und Jesus erstehet vom Grabe empor, und herrlicher gehet er siegreich hervor. Halleluja, Halleluja. Im Töne Gesang, voll Preis und voll Dank, verherrlicht, verkläret, als göttlich bewähret. Lebt Jesus nun wieder, der Heiland der Welt, uns hat er als Menschen und Erben bestellt. Halleluja, Halleluja. Ja, ein sehr emotionales Lied. Mir gefällt am besten diese Stelle, wo es heißt, die Felsen erkrachen, es stürzen die Wachen. Ja, so kann man sich die Auferstehung aber auch ein bisschen vorstellen. Wahrscheinlich war es viel sanfter und ruhiger. Aber dass dieser Grabstein weggewälzt werden kann, das ist ja etwas unheimlich Wuchtiges. Da mag es also wirklich gekracht haben. Und da geht was auf. Da geht eine Türe auf, Tore. Komischerweise singen wir ja auch immer schon im Advent von den Toren, die aufgehen. Mache die Tore weit. Gell? Ja, macht hoch die Tür. So hängt das alles ein bisschen zusammen. Ja, wenigstens haben wir untertags unsere Kirchentüren auf. Und da kann ich nur sagen, kommt rein. Denn unsere Kirche, das ist ein Kraftort. Manchmal lassen wir jetzt auch ein bisschen Musik laufen, dass ein bisschen Atmosphäre ist. Ich mache das aber auch nicht immer, weil es soll ja keine Dauerberieselung sein. In der Kirche kann man zur Ruhe kommen. Es ist ein Ort der Freiheit. Und dann geht man wieder heraus aus der Tür. So wie natürlich auch die Jünger rausgegangen sind wieder aus ihren Toren. Es geschieht in der Kirche Verwandlung. Wandlung haben wir jetzt natürlich nicht so oft. Aber das Ganze trägt ja auch weiter durch den Raum. Also eine zweifache Bewegung. Der Grabstein kracht auf, Jesus geht raus und die Kirchentüren sind auf. Wir können reingehen, aber auch gestärkt wieder rausgehen. Und auf das Wunder Ostern vertrauen. Da singen wir jetzt ein bisschen ein moderneres Lied, 472. Manchmal feiern wir mitten im Tag. Und da wird es eben auch beispielhaft besungen. Sperren werden überwunden. Und das kann im Alltag geschehen, wenn wir uns wieder vertragen, wenn wir gut miteinander umgehen und reden. Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung. Stunden werden eingeschmolzen und ein Glück ist da. Stunden werden eingeschmolzen und ein Glück ist da. Manchmal feiern wir mitten im Wort ein Fest der Auferstehung.
Sätze werden aufgebrochen und dein Lied ist da. Sätze werden aufgebrochen und dein Lied ist da. Manchmal feiern wir mitten im Streit ein Fest der Auferstehung. Waffen werden umgeschmiedet und dein Friede ist da. Waffen werden umgeschmiedet und ein Friede ist da. Manchmal feiern wir mitten im Ton ein Fest der Auferstehung. Sperren werden übersprungen und ein Geist ist da. Sperren werden übersprungen und ein Geist ist da. Ein Lied von 1974, vertont von Peter Janssens, dem damals wohl wichtigsten Komponisten für ein neues geistliches Lied. Der Text ist von Alois Albrecht, damaliger Jugendseelsorger in Bamberg. Man merkt es auch, dass das noch so friedenszeitmäßig geprägt ist. Er war dann später Generalvikar und Domkapitular in der Erzdiözese Bamberg. Ja, und so bitten wir Gott wieder um seinen Segen. Es möge euch gut gehen, bleibt's alle gesund und munter. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Und so segne und behüte euch alle der lebendige und starke Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bis demnächst wieder.